Hallo und ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Ja, wir wollten Steine klopfen für den Eingang. Das machen wir jetzt mal weiter hier. Mal schön mit Behutsamkeit. Und dann gucken wir mal, dass wir da den Felsen fertig kriegen, dass das so ein bisschen felsig aussieht nachher. Sind da ja schon auf einem guten Weg. Dann denke ich, ist das ein recht passender Eingang. Okay, und dann müssen wir ja demnächst auch noch an das Eselgehege, dass wir da dann auch den Rundgang weitermachen können. Und dann brauchen ja auch noch die Skelettpferde neues zu Hause und so weiter und so fort. Wir haben noch so viel zu tun hier. So, ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug Stein, hoffe ich. Ah, das bisschen machen wir jetzt hier noch. Das Eisen nehmen wir noch mit. Dann können wir eigentlich auch gleich mal was wegbringen, ins Lager bringen. So. Okay. Das haben wir. So, warte, nein, wir machen erst das hier und dann gehen wir ins Lager. Das so machen hier. Es ist klar, dass das jetzt nicht so ganz 100 pro natürlich wirken kann. Denn das ist ja nun mal ein Eingang. Aber ich würde das Ganze hier vielleicht so ein bisschen rausziehen. Und vielleicht auch doch mehr Stein hier integrieren und gar nicht hoch. Und gar nicht so viel grün lassen. Also hier vorne. So machen. So. So. Genau. Und den hier machen wir auch noch Stein. Der wirkt irgendwie fehl am Platz. Okay, gucken wir nochmal von weiter weg. Ja, okay, das geht schon in die Richtung, wird besser. Das hat was. Das hat durchaus was, das Ganze ein bisschen höher zu machen. Können ja Gott sei Dank wieder alles wegmachen. Ja. So, ne, finde ich, wirkt die Seite jetzt schon ganz gut. Ist natürlich alles sehr gerade. Aber es wirkt. Jetzt gucken wir mal, wenn wir das so ein bisschen auseinanderziehen hier, ob das dann immer noch wirkt oder ob das dann eher doof aussieht. So, schauen wir mal. Ja, gefällt mir jetzt nicht mehr so. Wir schauen mal, wenn wir das da wieder... Zack. Und hier oben dann eher so in die Richtung gehen. Das ist dann zu straight, ne? Wieder. Das sieht doof aus. Wenn wir das so machen, dann haben wir da wieder. Hier wieder den einzelnen so viel. Ne, fand ich vorher besser. Das so lassen. Das war so nicht. Das war anders. Das da war noch weg, ne? Und wenn wir den da wegnehmen, den hier. Ja, dann sieht das doch gleich viel besser aus. Ich glaube, wenn wir den wegnehmen, dann sieht das blöd aus. Ja, den lassen wir. Okay, so, eine Seite haben wir. Zumindest erstmal halbwegs. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir die andere noch ein bisschen angepasst kriegen an das da. Jetzt gar nicht zu viel, dass es zu gleich wird.
finde, das darf ruhig ein bisschen anders aussehen. So. Oh, hier ist noch ganz offen. Da müssen wir auch noch mal ran. Okay. Das dann nehmen wir weg. Und das nehmen wir hier auch wieder weg. Das bleibt noch. So. Und hier ist auch viel zu wenig. Huch. Der wieder weg. Und dann schauen wir mal. Ja, würde ich fast so lassen. Ja, doch so. Ja, es sieht so einfach besser aus, wenn es gleich ist, ne? Hier machen wir auch noch einen Stein rein. Oder machen wir da grün? Ne, machen wir Stein, ne? So, und da grün rein. Dann können wir nämlich da schön Lichter drauf stellen. Doch, ich glaube, so kann man das erstmal lassen. Und dann schauen wir mal hier vielleicht, dass wir da noch eins höher gehen können. Da müssen wir nochmal gucken. Das wäre nicht schlecht. Hier von der Decke her. Dass die Deckenhöhe noch ein bisschen besser ist. Okay. Da schauen wir mal. Da können wir auch noch Erde rausnehmen. Das machen wir jetzt mal eben schnell und dann bringen wir nämlich schön die Sachen ins Lager. Muli hat ja nun auch keinen Platz mehr, dass wir das alles erstmal wegkriegen. Ja, so geht das relativ schnell und genauso habe ich mir dann nämlich auch die Decke vorgestellt, dass wir das einfach hier so raushauen, die Erde dann. Müssen wir noch ein bisschen höher dann später. Und das dann einfach so lassen. Na, das wird überhaupt gar nicht mehr großartig hinterhergehen. So, jetzt können wir aber mal hier wieder die schnellere Hacke auspacken und noch ein paar Blöcke mitnehmen. Dann wird das Stück hier auch schon fast weg. So. Das heißt, nach oben hin haben wir natürlich auch noch einiges zum Wegbuddeln. Und später dann nach unten hin ja auch noch ein bisschen was. So. Okay. Da ist noch Eisen. Und immer noch erst Level 23. Verdammt. Da kommt wieder Kies. Aber nur ein bisschen. So. Also ein Großteil haben wir jetzt ja schon mal weg, ne? Das ist ja schon okay. So. Okay. Hier der Weg, der wird ja mit Glas umrandet. Und das Glas setzen wir hier eins weiter rein, so dass wir den Dreierweg dann da behalten. Wird das schon wieder dunkel? Mensch, geht echt super schnell.
So. Können da hinten eigentlich noch mal das Loch nach draußen stopfen? Da, wo ist es denn hin? Da ist es hin. Was haben wir hier denn? Okay. Ich würde jetzt einfach mal so mit Stein zu machen. Weil das ist ja an unserem Weg und gar nicht in der Höhle selber. Von dem her ist das relativ egal, ob das natürlich aussieht oder nicht, weil bei den Wegen machen wir das sowieso nicht. Gibt es dann ja eh glatte Wände. So. Ah, da. Sagen, also Erde sollten wir ja eigentlich mehr wie genug haben. So. Gut. Zu. Und sieht doch relativ natürlich aus. So, jetzt schauen wir nochmal. Wir könnten eigentlich... Eigentlich könnten wir ja den Berg so von innen nach oben hin aushöhlen, also beinahe aushöhlen. Es wäre gar nicht so viel und es würde dann relativ... Relativ, heute habe ich es mit relativ, ne? Das ist alles relativ. Ja. Mal gucken, das könnte dann natürlich wirken. Schauen wir mal. Mal gucken, müssen wir ja nicht jetzt entscheiden. So, da ist alles soweit fertig. Ich habe auch nichts mehr zu essen großartig dabei, also... So, Muli, wir gehen jetzt erstmal nach Hause schnell Essen einpacken. Und dann geht das auf ins Lager Sachen ausräumen. Ach genau, hier steht ja noch die Mauer. Die müssen wir dann auch nochmal neu machen. So, erstmal einen Kühlschrank. Zack. So, bis gleich. Was haben wir denn hier Schönes? Hm, das will ich nicht. Nee, das will ich auch nicht. Schüssel kommt da erstmal rein. Was nehme ich denn mit? Ich nehme wieder Kürbiskuchen mit. So, das sollte jetzt erstmal eine ganze Weile reichen. Gut. So, ab ins Lager. Und du bleibst wieder hier bei Johnny. Und dann kann ich auch gleich ein bisschen was schon mitnehmen. Und den Kobbel und Eisen und so, das würde ich alles gleich in den Ofen schmeißen, weil wir haben recht viel Kobbel. So, so. Das da rein. Dann haben wir hier Kies. Da kommt ja auch gleich die Erde rein. Ach, ich habe noch mehr Kies. Da ist noch mehr Kies. So, dann schauen wir mal. Granit. Nein, ich brauche Andesit gehört hier rein. Dann Diorit. Das ist beides Granit. So. Stein. Und Feuerstein gehört doch hier irgendwo rein. Jawohl. Okay. Dann holen wir noch den Rest aus Müsli. Nein, das wollte ich nicht. So. Das auch noch wegsortieren. Da bringen wir auch wieder gleich hier zum Ofen den Kobbel. Andesit. Habe ich noch Andesit hier? Nein. Aber Diorit und Granit. Holz lasse ich auch gleich hier.
Dann haben wir eigentlich alles wegsortiert. Ich würde dann eben schnell runter in den Keller flitzen. Und da nochmal schnell nach den Kakteen gucken. Wie viele da rausgekommen sind. Ob da überhaupt was gewachsen ist. Also, ob da in der Kiste sich was getan hat. Oder ob wir zu weit weg sind. Nein, wir sind anscheinend genau richtig. Hier habe ich wohl zwei Samen irgendwo vergessen. Da muss ich dann auch nochmal gucken. Oh ja, ordentlich. Das ist gut. Das ist richtig klasse. Das ist, hier können wir dann eigentlich immer abernten, die Dinger hier. Gesagt, irgendwo habe ich dann wohl... Da habe ich was vergessen. Jawohl. Das sehen wir dann gleich nach. Hier hinten will das nicht so. Da sind wir dann wahrscheinlich schon ein bisschen weiter weg oder so. So, dann gucken wir nochmal bei den Melonen. Vielleicht habe ich da auch was vergessen. Ne? Das ist absolut unmöglich. Das ist, wenn man die einpflanzt, finde ich, sieht man die immer relativ schlecht. Ja, bis jetzt scheint alles gut zu sein. Nee, alles gut. War nur eins, was ich vergessen hatte. Sehr schön. Okay, die rote Beete lassen wir jetzt rote Beete sein. Das machen wir jetzt nicht. Dann noch aussehen und so weiter. Ich würde jetzt noch einmal kurz durchs Zuckerrohr durchrennen, weil das geht schnell. Wir brauchen ja noch ein paar Vögel fürs Vogelhaus. Das würde ich nämlich ganz gerne mit fertig machen. Also immer nach und nach, wenn wir dann genug, genug Kakunias gesammelt haben. Und wir brauchen ja auch Rucksäcke. Das kostet ja auch Geld. Weil da brauchen wir ja, ich glaube, Bärenfell für. Ah, hier hinten ist es nicht so richtig gewachsen. Das ist nur vorne, wo es so wirklich hundertprozentig gewachsen ist. Ruckelt das auch gerade so ein bisschen irgendwie. Ein bisschen viel zu brauchen. Ist auf jeden Fall klasse. Da kriegen wir richtig schön was zusammen. Bin mal gespannt, was wir da an Ausbeute haben, ob ich das überhaupt alles mitnehmen kann. Wow. Also das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Pekunias. So, die Reihe machen wir jetzt noch fertig und dann bringen wir das nach oben ins Lager. Ich habe keine Lust mehr. So. Machen wir das nächste Mal wieder. Als Samen wollte ich doch hier lassen. So. Da müssen wir mal Druckplatten hinmachen, dass die automatisch zu gehen. Kürbisse. Und Melone. Zuckerrohr. Zuckerrohr ist viel. Da haben wir jetzt einiges schon. Das ist schön. Das ist super. Können wir bald eintauschen gehen und noch einen Vogelfreund für Q-Bird kaufen. Okay, aber jetzt wollte ich erstmal den Part beenden. Und im nächsten Jahr kümmern wir uns dann weiter um die Fledermaushöhle. Also bis denn. Ciao, ciao.